Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Ark. Wir sind zurück. Der Händler ist immer noch der gleiche wie vorhin auch schon. Wir werden jetzt aber einmal eine neue Crew losschicken, denn wir haben eine Mission wieder abgeschlossen. 150%ige Erfolgschance übrigens. 45 Münzen haben wir bekommen und 4 von den Piratenmünzen und 1440 Festungs-EP. So, wir können jetzt hier einmal auswählen, haben eine 102er Chance. Wir machen jetzt erstmal die normalen Raid-Siegel. Wir können auch noch dadurch, dass ich tatsächlich ein neues Crew-Mitglied habe, oder schon jetzt länger, den mit Wind können wir hier tatsächlich auch was machen. Das heißt, wir können uns sogar die Siegessiegel bereits holen. Was ganz cool ist, weil dafür gibt es dann bessere Belohnungen bereits. So, einmal hier los. Und dann segeln wir weiter. Momentan habe ich noch die einfachen Missionen. Das wird dann erst wahrscheinlich später kommen, wenn wir erst Level 50 sind. Geht es dann mit der Festung eigentlich auch erst richtig los. Im Moment sind wir da noch, haben wir da noch nicht wirklich was zu tun. So, wir gehen zurück und zwar brauchen wir das Lied der Flucht, das Lied von Heim und Herd. Können wir uns eigentlich, wir können uns auch mit dem Triporter raus teleportieren, oder? Würde ich ja sowieso machen. Moment. Hä? Ja, Burg Lutera. Ich muss ja eh mit dem, oder? Tyrion. Ah ne, Bibliothek Amel, okay. 45 Silber kommen sie mit direkt hier hin teleportieren. Wir machen jetzt erstmal mit der Quest weiter. In der letzten Folge haben wir die erste Arche gefunden. Wir sind Archenbesitzer. Zumindest eine von 7 und 46 Mal Mokoko-Samen haben wir auch schon. Von, keine Ahnung, ich glaube 1200 oder so. Ein bisschen fehlen noch. Wobei, wie viel waren es? Aber wurden, das leuchtet ja dauernd auf. Sammel. 1210. Ein paar haben wir. Ein paar fehlen noch. Achso, was ich übrigens auch bekommen habe, das müssen wir uns auch gleich mal angucken. Ich habe, das hat man einfach so bekommen. So, leuchtest du? Da war ich 3000, okay, weil ich mittlerweile genug habe, um es einzutauschen beispielsweise. Deswegen leuchtet die anscheinend. Ich habe die Eventmünzen bekommen. Hier. Die sind zeitlich begrenzt. Ich habe 3000 Stück davon bekommen. Zeit abgelaufen. Ja, wird am 14.04. ablaufen. Also in einem Monat ungefähr. Davon habe ich 3000 Stück bekommen, weil der Server mal kurz offline war. Als kleine Entschädigung, weil der Server offline war. Nun war es, kann man die erst mit Level 50 bekommen. Ich habe die aber auch bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt schon bevor Level 50, können wir das Ganze anfangen und damit uns Zeug kaufen, was ganz cool ist. Da gucken wir dann auch gleich mal hin. Amel! Das hat etwas gedauert, aber wir haben die erste Arche gefunden. Was heißt hier wir? Ich. Solch eine Legende, direkt vor meinen Augen. Ich stehe schon die ganze Zeit da. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber heute sollten wir feiern. Luther hat uns solch ein kostbares Geschenk gemacht. Wir müssen diese aufregenden Neuigkeiten mit unserem König teilen. Lass uns zu Tyrion gehen. Vor allem, klar, wir. Wir. Was gemacht hat er? Nix. Gar nix. Einzige, der irgendwas geschafft hat. Der steht die ganze Zeit nur in irgendwelchen Ecken rum, heilt irgendwelche Leute. Die nicht ich bin zumindest. Und das war's. So, da oben ist das Event. Ist nur eine Art Mario Kart, das können wir halt erst mit Level 50 tatsächlich machen. Das heißt, wir können damit leider noch nichts machen. Das ist hier. Und hier kann man sich dann dementsprechend nämlich das Zeug eintauschen. Wir haben jetzt 3000 Stück. Und zwar könnte man sich einen stylischen Hut leisten, der absolut scheiße aussieht. Und man könnte sich unter anderem Gravursets holen. Und, oder es sind noch Gravuren, oder? Gravurenanleitung, genau. Du hast eine der folgenden Gegenstände. Okay, nur eine. Du kannst eine Folgenstände auswählen und erhalten. Und hier. Ah ne, du kannst eine Folgenstände auswählen und erhalten. Okay, wir können uns auswählen und erhalten, auswählen und erhalten. Missachtung, Gravurenzentrum. Okay, verschiedene Dinger. Des Weiteren könnten wir uns aber auch Verstärkungsmaterialien holen, die wir dann brauchen, wenn wir unsere Ausrüstung upgraden wollen. Und wir können hier auch gegen Glitzermünzen, Piratenmünzen beispielsweise, können wir uns holen. Guck mal, für 10 Stück kriegen wir 500 Piratenmünzen. Im Moment haben wir 6 Piratenmünzen plus gemacht. Oder 100, glaube ich. Weil ich schon 2000 Missionen gemacht habe. Auch das hier könnte man dann eintauschen. Oder tägliche UNAS-Aufgaben, das kommt später dann alles noch. Und hier könnte man halt bereits Lebenssprungsteine, könnte ich mir bereits holen. Oder andere hier für T3 und so weiter, kann man hier sich dann Zeug eintauschen. Für die Gegenstandsstufe. Dass wir da unser T1 aufwerten auf T2. Das ganze Spiel basiert ja auf den Stufen und so weiter. Und das kann man dann hier mitmachen. Das müssen wir auf jeden Fall machen, bevor wir die Dinger hier ablaufen. Aber man kann leider erst mit Level 50 kann man daran teilnehmen.
Ja, großer Preis. Hast du Interesse? Was für ein Event ist das? Ja, 50. Da fehlt sogar die deutsche Übersetzung. Erst mit Level 50 können wir daran teilnehmen. Das ist so an Mario Kart tatsächlich, wo man sich auch gegenseitig abschießen kann auf einer Rennstrecke. Ist ganz nett gemacht, das Ganze. Hat eigentlich null mit dem Spiel zu tun, aber ist ganz nett gemacht. Und die Belohnungen sind aber krass, die du dadurch bekommst. Aber jetzt machen wir erstmal Level. Wir sind Level 33 jetzt erstmal. Bis wir da sind, das wird noch eine Weile dauern. Mal gucken. Wir sollten uns vorbereiten. Großartig. Du hast die erste Arche gefunden. Ich kann nicht glauben, dass die Arche wirklich existiert. Dein Mut und dein Glauben haben das möglich gemacht. Ich nehme an, du hast jetzt noch viel aufregende Abenteuer geplant. Haha, ich bin enttäuscht, dass ich dich nicht begleiten kann. Ich werde hier bleiben müssen und die Dämonen von der sterblichen Welt fernhalten. Aber du wirst von mir hören, wo immer du bist, solange du gegen die Dämonen kämpfst. Und ich werde im Geist bei dir sein. Wir sind Freunde. Oh, möge das Licht des Ruhms auf deinen Reise hell erstrahlen. So, Nahun, Karte. Nun ist es unsere Pflicht, die Arche zu beschützen. Laut dem alten Text bewahrten die Sternenboten die Arche in Trixion auf, der heiligen Stätte am Rand der Welt. Da sind wir übrigens gerade anfangs gestartet. Das ist das Land der Zalnis, einem Volk, das die Welt überwacht. Um sie auf den Tag vorzubereiten, an dem alle Archen wieder beisammen sind, gab König Lothair dem Anführer der Lazinis ein Versprechen. Über dieses Königreich müssen Hinweise verstreut sein, die von den Lazinisten zurückgelassen wurden, um die Arche zu finden. Bestätigen. So, ganz kurz. Wir können nämlich, nee, Geschenk nicht, aber hier Instrument spielen. Wir können hier die Punkte natürlich steigern bei ihm, damit wir höhere Beziehungen zu Tyrain kriegen. Zum König ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Idee, wenn wir den recht hoch haben. Und dass unser hier Best Buddy ist. Weil ohne uns wäre er nicht mal König. Eigentlich ist er unser müsste er Best Buddy schon sein. Und da wir das täglich einmal machen können, lohnt sich das natürlich, dann hier vorbeizuschauen. Eigentlich auch bei den anderen Charakteren können wir hier das Ganze mal machen, weil es sich lohnt. So, Bibliothek. Sprich in der Bibliothek mit Fudor. Fudor! Fudor! Und zwar unter anderem, hier sind zwei Stück drin, mit denen wir dann eine Freundschaft schließen können und so weiter und so fort. Und es waren dann noch ein paar über die ganze Map hier auch dann verstreut. Vor allem auch hier Richtung der Ebene. Hier sind drei Stück, zu denen wir Beziehungen pflegen können. Ich glaube, das machen wir mal schnell. Je weiter wir bei denen kommen, A, kriegen wir Belohnungen. Und wenn wir die tatsächlich mal so weit haben, kommen die auch in unsere Festung, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, dann kriegen wir auch nochmal spezielleres Zeug. Weil das kann auch sein, dass wir falsch sind. Seien wir so zusammengereimt, nämlich. Ja, komm her. Hier mal nach unten. Turbo! Ist geil, wie er irgendwo hängen bleibt einfach. Nur, dass er hängen bleibt. Wir bleiben hängen, wo das hängen bleiben will. Ehre sei Lutera. Yo, yo. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir gehen da mal ganz kurz tatsächlich hin und machen das kurz mit den Beziehungen. Ich meine, Tag rum, wir sind eh gerade da, dann kann man das machen. Wird ein später Endgame sein, dass man tatsächlich sich täglich mal hier auf die Socken macht und seine Leute abklappert und sagt, hier, hi, da bin ich und Hallöchen. Achso, bei der brauchen wir höheres Charisma. Aber eher hier geht's. So, Instrument können wir bei ihr nicht spielen, aber... Achso, Emote geht bei ihr auch nicht, okay. Hat sich schon erledigt bei ihr. Bei der anderen fehlt es uns auch. Dann sind wir schon wieder raus aus der Nummer hier. Gibt's hier eigentlich? 10. Ich habe noch keinen gefunden. Mokoro-Samen. By the way. Aber hier ist auch viel Grünzeug. Und die haben das garantiert wieder irgendwo ins Grünzeug reingepackt, das Zeug. Wir wissen noch, wie es läuft. Eigentlich müsste hier... Ne, war nur ein Schatten. Mal abgesehen davon, dass ich die Dinger mittlerweile überall sehe. Hier los, Party! Huch. Wir gehen erstmal ins Casino. Verlaufen tatsächlich. Wir müssen eins höher. Da müssen wir hin. Aber hier müsste eigentlich. Oh, cooler Wolf. Hier müsste eigentlich so ein Samending sein, weil tatsächlich hier kommt das ja oft vorbei und hier ist halt auch die Hauptstory. Also es wäre halt sehr naheliegend, wenn hier sowas wäre. Wieso ist hier abgesperrt? Ob sie so eine Angebotstafel draußen hängen haben, aber abgesperrt. Die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Psst. Machen wir schon. Ist die Tante da hinten, oder? Ja. Bibliothekarin.
Hallo, Chef. Suchst du nach einem bestimmten Buch? Die Arche und wo sie zu finden sind. Ein Buch über die Lazenis. Die Lazenis, was? Sie sind kein gängiges Forschungsthema. Weil dieses Volk in uralten Zeiten ausgestorben ist, gibt es über sie nicht viel Referenzmaterial. Vielleicht findest du solche alte Informationen im Kloster. Warum fragst du nicht Abt Efferin aus dem Metrikloster? Ins Metrikloster schon wieder? Metrikloster, sprich mit Abt. Tatsächlich, ins Metrikloster? Wirklich Metrikloster? Wir erinnern uns, da waren wir schon. Tatsächlich, Metrikloster. Ah, guck mal einer, wir müssen wieder zurück. Da konnte man gut Blümchen farmen. Im Metrikloster. Was wir aber schnell mal machen werden. Und zwar, da ist ein Reporter. Wir gehen schon mal dahin. Kostet zwar jetzt 30 Silber. Ich glaube, bei dem konnte man tatsächlich ein bisschen höher kommen in der Stufe. Und dann zeige ich auch mal ganz kurz, wie das dann funktioniert. Juwelen verschmelzen. Ja, das wird uns auch noch alles grün. Aber das ist alles Endgame halt. So, hier. Da sieht man übrigens hier, die kommen auch nur hier, um ihren Ruf dann dementsprechend hoch zu pushen. So, Lied spielen können wir noch nicht. Ist ein. Wieso geht das nicht? Respekt zollen können wir. Zähler der täglichen Emotes 4. What? Bin der Meinung, wir können das. Aber gut, wir können das anscheinend nicht. Dann halt nicht. Ich frage mich auch, wo die alle diese komische E-Gitarre hier haben. Und wieso gibt es hier E-Gitarren? Das ist auch wiederum eine Frage. Hier gab es zumindest auch Pflanzen. Man kann natürlich dann auch hier immer wieder gucken, gibt es noch irgendwelche Samen, die man liegen lassen hat, irgendwas anderes in irgendeiner Art und Weise, was man gebrauchen kann. Hier beispielsweise. Na, hallo? Die spawnt. Pflanzen. Mit denen wir uns dann TB-Tränke machen können, die wir dann hoffentlich im Auktionshaus verkaufen können. Ich glaube allerdings, der Goldgewinn ist mittlerweile nicht mehr so krass hoch. Und hier können wir natürlich auch wieder Beziehungen. Instrument spielen. Ah, guck mal hier wenigstens. Wenigstens einer, der sich freut, dass wir da sind. Ich höre, dass du auch musizierst. Klar, mit meiner Panflöte. Bin ich in der Fußgängerzone rum. Ach, guck mal hier. Sehr schön. Und im Mode haben wir auch reden. Ja, wir können reden. Das ist der Wahnsinn. So, freundlich, Stufe 1. Sehr schön, nicht mehr neutral. Achso, können wir neue Emotes? Warte mal. Instrument spielen? Ne, immer noch das gleiche. Emote? Ne, auch noch. Und das hier, wir können uns kurz unterhalten mit ihm. Das gibt natürlich auch nochmal was. Und jetzt könnte man ihm tatsächlich auch noch ein Geschenkchen da reichen. Für 300 Punkte, aber das lassen wir erstmal. Die Dinger sind im Verhältnismäßig dann doch recht teuer, muss man sagen. Aber ihn hier haben wir jetzt schon mal glücklich gemacht. Und dann gehen wir noch zu ihr hier runter. Und dann geht's weiter. So, Kader. Kartenkatalog. Achso, da haben wir auch noch einen. Ach, guck mal hier. Legendäre Waffen und so weiter. Ah, hier, ja. Könnte man auch mal gucken. Feuerschadenverringung. Feuerschaden plus wäre mega. Feuerschadenverringung leider bringt uns jetzt nicht zu viel. Ist dann eher davon abhängig, gegen was du wie wann genau kämpfen musst. Wenn jetzt bei einem Boss oder wenn du später im Dungeon irgendwie scheiterst oder sowas und du weißt, okay, da kommt gleich Feuerschaden auf dich zu, dann kannst du das natürlich machen. Sonst ist es recht sinnfrei. So, hi. Instrument spielen. Jo, sehr schön. Die können wir auch beglücken. Und das musst du halt auch eigentlich mit jedem machen, bis die dann auf der maximalen Rufstufe sind. Ich meine, es gibt nicht so viele Rufstufen, aber ja, dauert auf jeden Fall ein kleines bisschen oder eine Woche oder so. Musst du auf jeden Fall hierher rennen, damit du bei denen weiterkommst. Kichern. Gott, was? Wenn jemand jetzt Albträume kriegt, sorry dafür. So, das nächste Mal sind wir schon eine Stufe beispielsweise höher. So, Inventar. Inventar, aber wir sollten doch eigentlich... Wo ist denn hier? Beziehungen waren... Moment, Kommunikation, oder? Gruppen, Sprachchat, Emotes. Ne, wo waren denn Beziehungen? Hier, Beziehungen. Eigentlich sollten wir eine Stufe, genau, Belohnung abholen. 5 Münzen, 5000 Gold. Und als nächstes kriegen wir hier 5 Vitalität drauf. Und hier kriegen wir beispielsweise Rüstungsausstellungsregal. Unsere Böckchen dazu, wenn wir bei ihm fertig sind. Und hier immerhin 5000 Gold nochmal. Also, ja, schlecht ist es nicht. So, dann geht's Richtung Metrikloster. Und zwar, ja, können wir eigentlich direkt hier hin teleportieren. 135, das wird ja immer teurer. Je weiter man kommt.
Oder wie weit man reisen muss. Und mittlerweile kriegen wir zumindest ein bisschen Silber raus. Deswegen, ja, ist jetzt nicht mehr so ganz so tragisch. Und wir sind bei 1 Million Silber jetzt mittlerweile auch. Können wir denn reiten? Ah ja, wir können im Kloster dürfen wir reiten. Mit dir sein. Mögen die Götter mit dir sein. Suchst du nach Aufzeichnungen über die Lasenit? Lasenit? Was habe ich immer gesagt? Irgendwas anderes auf jeden Fall. Lasenit, okay. Die Lasenit. Lasenit, okay. Man kann den auch so oft wiederholen. Ich glaube, ich habe etwas über sie gesehen. In alten Aufzeichnungen, die von Mönchen in uralten Zeiten hinterlassen wurde. Das ist etwas, nach dem kaum Leute suchen. Also muss es sich in den Katakombenarchiven befinden. Warum siehst du nicht selbst nach? Aber es ist in einer antiken Sprache geschrieben, die nur von Mönchen genutzt wurde. Du wirst sie allein nicht lesen können. Ich habe gehört, dass es auf Burg Luther einen Mönch namens Franz gibt, der sich mit antiker Geschichte auskennt. Der Franz. Wenn du die Aufzeichnung findest, solltest du ihn um Hilfe bitten. Ich bin sicher, dass er dir gerne helfen wird. Wenn ich ihm irgendeinen beschissenen Gefallen tue, wie, ja, wie sonst was. Wir wissen es ja. So. Handwerksmaterialien reparieren. Guck mal hier. Das wäre tatsächlich reparaturreif. Auch hier müssen wir uns irgendwann mal Gedanken machen, wie wir das wieder neu machen. Aber der Rest passt soweit. Aber Holzfällen war tatsächlich recht ausgelastet bei uns. So, Metrichkloster. Okay, da runter. Halt, was konntest du? Ah, Lagerwächter. Wir müssen dringend mal Zeug dann auch zerlegen. Wir werden es dann eh zerlegen. Höchstwahrscheinlich nicht verkaufen. Das kommt dann alles noch. Hi, entschuldigen Sie bitte. Hallöchen. Hi, hi. Entschuldigung. Ich müsste einmal durch. Hi. Hi, was kannst du? Kannst du irgendwas oder bist du irgendwas? Darfst du irgendwas? Das hat doch zugehauen, oder? Das bisschen. Hallo, was ist denn hier? Ein Weichei. Schulterstücke haben wir bekommen. Leider soll aber die Gegenstandsstufe zu niedrig sein. Eissilber. AFK. Okay. Ah, da, guck mal da, der Samen. Den haben wir schon gefunden sogar. Die Lasenit waren das einzige flugfähige Volk. Ihre Aufgabe war es, die Welt zu beobachten und zu leiten, aber sie betrogen die Götter und beanspruchten die Archen für sich selbst. Als Strafe für ihre Verbrechen wurden ihnen die Flügel genommen. Okay. Ich muss mal ganz kurz, wo war denn hier Lied? Wo war denn Lied? Trainingsraum, Begleiter. Denn wir haben. Wo waren denn die Lieder? Kampf? Noten. War das N? Notenblatt? Nee. N war Abenteuerfoliant. Gravuren, Kartograf, Inventar, Handwerk, Buch der Koordinationen, Notenblatt, F2. Denn wir haben Burg Luthera. Das hat zwar eine 1-2 Stunden Ablenkzeit, aber ganz ehrlich, völlig Wurst. Wir zahlen nichts, wenn wir das jetzt spielen. Und in 2 Stunden notfalls sind wir die Reporter. Aber wenn wir das Lied umsonst haben und das als Haupt-Gasthaus mehr oder weniger haben, können wir das nehmen. Hier, kommen wir nämlich in die Mitte. So, Bruder Franz ist da oben. Okay. Oh, Bruder, mein Bruder. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter durch Luther. Das steht in einem Text über die Lasenit, der im Medric-Kloster aufbewahrt wird. Die Lasenit sind das erste Volk, das nach dem Abbild von Regulus selbst geschaffen wurde. Vor langer Zeit raubten sie die Arche und brachten sie zur Erde, um die Welt zu beschützen. Da sie ihre Pflicht als Beobachter ignoriert hatten, zogen die Lasenit den Zorn der Götter auf sich und verloren als Strafe ihre Flügel. Sie durften nicht länger so frei wie die Beobachter über die Himmel von Arkesia fliegen. Es heißt, in den Katakomben von Burg Luthera gäbe es eine Aufzeichnung, die zu dieser hier passt. Aber das ist auch der Ort, an dem sie die Seelen von Dämonen einsperren. Also wird es schwer, daran zu kommen. Kein Thema, Dämonen töten. Töten. So, finde die Aufzeichnung in... Ja, muss man da hin? Ja. Wie man einen Dämon versiegelt. Da müssen wir auf jeden Fall mal kurz vorbeischauen. Das ist aber nur eine Nebenquest. Wie kommen wir da hin? Ah, doch. Ah, okay. Hier geht's... Ah, okay, da geht's in den Keller. Okay, passt schon. Wir müssen tatsächlich nachher dahin. Da geht's auch im Keller runter. Das kriegen wir ja wohl hin.
Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Mokoko-Samen hier irgendwo. Bitte einmal hier schreien. Etwas ist merkwürdig an der Energie, die der versiegelte Dämon verströmt. So, Nebenquests. Grabstein. Gerne doch. So, Keller der Kathedrale von... Im Mondsöl wird versiegelt. War's schon? Tränkedönse. War jetzt auch nur eine Nebenquest. Finden die Aufzeichnung. Okay, hier ist aber hier ist ja gar nichts los, oder? Sollen hier nicht im Mond sein oder so ein Gedönse? Die meisten Lasenit kehrten nach Elgazia zurück. Der einzige geflügelte Lasenit verblieb an der heiligen Stätte von Trixion, um die Zukunft der Welt zu verfolgen. Einige andere Lasenit verblieben in Arkesia, um als göttliche Augen zu dienen. Okay, aber wir können uns sogar reiten. Ich wollte zum Beispiel, hier ist ja gar nichts los im Moment, aber anscheinend scheinen wir eh nochmal herzukommen, weil hier Leute durch die Gegend reisen. Also wir werden wahrscheinlich sowieso hier auch, da war ja auch so ein Kreuz, wo gerade einer interagiert hat. Wir werden hier eh nochmal herkommen müssen, so wie es aussieht. Das heißt, ja, eigentlich können wir uns wahrscheinlich jetzt hier, ja, wir werden es uns erstmal sparen können. Aber, mal kurz umgucken. So, wir sollen mit Nomad reden. Oh cool, ein kleines Vögelchen. Es gibt noch coole Haustiere und so weiter und da kommen immer wieder neue dazu. Es soll wohl anscheinend auch bald ein kleines Geschenk geben von den Machern. Mit verschiedenen Kostümen und so weiter und so, also Skins und so weiter. Mal gucken, was da kommt. Willst du dir etwa die alten Archive hier ansehen? Habe ich schon. Ich weiß, wie lächerlich das ist, aber ich korrigiere keine menschliche Interpretation. Warum fragst du nicht diesen Mönch, Mikkel, dort draußen? Er ist gut genug für einen Menschen. Richte ihm meine Grüße aus. Hey, hol mich hier raus. Ich bin eigentlich gar kein Dämon, was? Muss mir glauben, nein. Na gut. Aber du könntest trotzdem diesen Brief für mich in, an Mikkel bringen. Okay, Nebenquest. Oh, Kartenpaket. Cool. Hol mich hier raus. Ein Dämon. Der versiegelte Dämon verströmt. Ah, ne, das ist. Ja, gut, das ist sowieso der gleiche. Was machst du jetzt chillen? Was du mir erzählt hast, ist also eine Aufzeichnung der Lasenet im Untergrundfriedhof? Und du sagst, sie war direkt hier in den Katakomben? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Laut dieser Information ist es möglich, dass irgendwo in Arkesia noch eine Lasenet existiert. Diese Worte erinnern mich an einen Grabstein, den ich auf meiner Pilgerreise in Lutera sah. Darauf war ein Zitat eingraviert und ausgehend von deiner Geschichte, denke ich, dass es vom gleichen Autor wie diese Aufzeichnung stammen muss. Es könnte ein von den Lasenit hinterlassener Hinweis sein. Du solltest dir diesen Grabstein ansehen. Er befindet sich in einer gut beleuchteten Ecke bei der Versammlungshalle der Dämmerung auf dem Sonnenhügel. Das ist eine veraltete Schrift, die uralte Zeiten von Dämonen benutzt wurde. Das ist die Nebenquest, oder? Abschließen. Flinkheitsrobe. Ich weiß immer übrigens noch nicht, wie ich die Dinger hier einsetzen kann. Keine Ahnung. Ich hab's mal hier unten probiert, allen drum und dran. Keine Ahnung. Ich habe sogar mal danach gegoogelt. Wir kriegen hier zufällig, oder? Es besteht eine Chance. Also es könnte sein, dass wir Legendäres rausbekommen. Zwei öffnen. Mal gucken, was wir kriegen. Zwei blaue haben wir bekommen. Okay. Und hier ist auch Zufall, was wir kriegen. Schließen. Zwei öffnen. Und dann haben wir die hier. Die ist neu. Und die auch. Sehr schön. Glaube ich zumindest. Ja, wurde Kartenkatalog hinzugefügt. Gut. Als nächstes haben wir das hier. Sonnenhügel. Reporter 45. Kader.
Kartenkatalog, Kaderinformation. Ach so, wir haben das Level mit Kader gemacht. Wir sind Kader Level 14, richtig? 15? 14, 15, glaube ich. Was haben wir bekommen? Ah, guck mal hier, Hintergrund. Gasthaus Delphi. Alle Kader-Charaktere, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz plus 5. Stufe 15 sind wir schon mit Kader. So, 4100 Leiben, Lebchen auch, also passt. Paar Wölflies, ein Bäumeli, das nehmen wir natürlich auch gleich wieder mit. 4 von 10 und Reliktsuche könnte man ja auch mal. Ich weiß nicht, Reliktsuche bin ich kein Fan von. Ah, Stufe 10. Holzgutachter Stufe 4 haben wir erreicht und wir können jetzt dementsprechend bessere Bäume auch finden, glaube ich. Ist die Frage, ob die sich einfach ändern in bessere oder ob wir jetzt tatsächlich irgendwo anders hingehen können und da bessere finden. Das hier ist immer noch so ein Arborbaum beispielsweise, das kennen wir schon. Das ist jetzt zumindest nichts Neues. Aber wir haben Stufe 10 erreicht. Wir können mal ganz kurz reingucken. Handwerksfortschritt. Hier, Stufe 10, Holzfäller. Du bist als Holzfäller geschickt genug, um üppige Bäume zu fällen. Baumfeld. So, wildes Wachstum. Der Schößlinge zu Bäumen wachsen, die du fällen kannst. Cool. So, wir verschwinden jedoch nach einiger Zeit. Cool, wir können eigene Bäume... cool. Tritt gegen einen Baum, damit verschiedene Dinge herunterfallen. Erhöhte Chance, spezielle Belohnung zu erhalten um 100%, wenn du gegen einen Baum trittst. Was? 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 Wir können einfach Bäume treten? Interessant. Sehen wir auf der Karte? Nee, oder? Guck mal, das können wir den ganzen Tag machen. Die sprießen einfach... Fallen... Das ist mal Baumwachstum. Habt ihr das gesehen? Gerade war er weg. Gerade ist er da. Ist er weg? Ist er da? Ist er weg? Ist er da? Ist er weg? Ist er da? Was soll's, brauchen wir natürlich alles für die Festung. Wir haben auch mittlerweile schon ordentlich ausgegeben, dadurch, dass ich tatsächlich sehr gründlich forsche. Im Moment eigentlich das Ding immer auf Ablenkzeit halte. So haben wir schon gut geforscht. So, da ist das Ding, was wir brauchen. Bäume fällen dauert tatsächlich, finde ich, am längsten. Sind aber auch am meisten Erfahrungspunkte dann zumindest raus. Also es gleicht sich schon ein bisschen aus. Ich glaube, du kriegst auch ein bisschen mehr Material raus. Ich akzeptierte das Schicksal meines Volkes und blieb in Arcesia, um die Welt zu beobachten und das Sprachrohr der Götter zu sein. Während ich mein Schicksal erwarte, muss ich denjenigen anführen, der die Zukunft zum heiligen Ort öffnet, wo sich die Blume zum Licht wendet. Na guck mal, das ist der Lassinit. So, sprich mit Bade Allegor. Das ist der da hinten. Okay, da kommen wir auch gleich vorbei. Nehmen natürlich noch das Hölzelchen mit. Das ist Pferd. Bin mal gespannt, ob wir so einen neuen Baum finden. Üppiger Baum. Oder ob es die gleichen Bäume sind. Ich glaube, wir stehen da tatsächlich vielleicht woanders. Könnte auch schon sein, dass das auch wieder Richtung Endgame erst abzieht. Dass wir da erst hinkommen, wenn wir im Endgame-Inhalt sind. Momentan sind wir immer noch im Startgebiet. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind hier. Also das hier gibt es alles noch. Und wir sind hier. Also eigentlich nur... Ja gut, wir waren bis jetzt... Wobei, da waren wir auch. Also hier waren wir jetzt schon überall. Ostmutia sind wir gerade. Hier haben wir gestartet. Mit Rahmen sind wir gestartet. Und sind dann hier rumgewandert. Aber das ist halt alles, was noch kommt. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich habe schon auf dich gewartet. Du dachtest danach, Trixion zu erreichen. Das Heiligtum für die Lagerung der Archen. Trixion. Ein alter Name. Ein Reich aus purem Licht, das die Götter erschufen, um über Arcesia zu wachen. Eine Art Wachturm für die Lasenit, um uns im Auge zu behalten. Nur mit dem Lied von Trixion ist es zu finden. Von allen Leuten solltest du am ehesten dem Pfad des Lichts folgen können, so wie einst König Lutera. Lied von Trixion! Inventarfenster, erlernen das Lied von Trixion. Danke dafür. Güte plus 1, sehr schön. Es gibt in Trixion einige Trainingsgelände, wo du ganz ruhig deine Kampffertigkeiten festlegen und ausprobieren kannst. I know it. Da waren wir ganz am... Also wir sind ganz am Anfang sind wir da gespawnt.
Grixion, wo wir uns ausgewählt haben und dann eigentlich schon Stufe 10 rausgekommen sind, ja. So, Kartenkatalog. Können wir eigentlich das irgendwie sortieren nach? Komplettes Set haben wir logischerweise keine. Aber haben wir mittlerweile vielleicht 4er-Set oder sowas? Wir haben ja schon einige Karten bekommen, aber ich glaube nicht. So, und F2. Spiel das Lied von Trixion. Lied der Rückkehr, Lied von Trixion. Spielen. Lagere die Arche in Trixion. Machen wir. Trixion. Hallöchen. Ach, cool. Ach, war hier Beziehung? Cool. Ich wusste, du würdest kommen. Das Schicksal der Welt steht nun auf der Kippe. Trixion ist das Heiligtum der Sterne, das einst die Arche beheimatet. Ich werde die Arche bewachen, bis alle 7 geborgen wurden. Die Archen sind Artefakte von gewaltiger Macht. Sie könnten dieser Welt Frieden bringen. Oder alles vernichten. Asta ist die Arche des Vertrauens. Die Sternenboten haben dich auserwählt, ihr Erbe weiterzuführen. Es verbleiben noch 6 inaktive Archen. Du musst sie alle finden, bevor die Welt der Dunkelheit verfällt. Alles klar, Chef. So. Befreundet. So, wieder 2 Millionen Erfolge abgeschlossen, Quests abgeschlossen und so weiter und so fort. Sprich mit Tyrain, okay. Beziehung, brauchst du mehr Weisheit. So, und Trainingsgelände können wir tatsächlich trainieren, wenn wir möchten. Okay, wir brauchen mehr Weisheit. Dass wir mit ihr erstmal quatschen können. So, verlassen. Wo bringt uns das hin? Kommen wir jetzt wieder direkt dahin, wo wir waren, oder? Ja. Direkt dahin, wo wir waren. Gut. Bäumlein nehmen wir mit. Kann unglaublich ungern Dinge stehen lassen. Ihr merkt das schon. So, Abenteuer, Beziehungen. Trixion. Ja, 50-50-50. Hau holla die Waldfee. Dann können wir mit ihr reden. Wir sind bei... Oh, guck mal, es ist Weisheit 47 tatsächlich schon. Immerhin, immerhin. Sehen wir das, sehen wir das nicht auch hier irgendwo? Skins? Genau, Weisheit hier 47. Aber man kann hier noch weiter aufs Höher steigern. Aber wir sind schon ein bisschen weitergekommen zumindest. Und wir haben Tyrain. Ja, hier, da, 45. Schon wieder. Teuer auf Dauer hier rumzureißen. Aber noch immer 1 Million Silber. Ne, klar, da kommen sind gefährliche Dämonengeister eingeschlossen. Ich habe einen gesehen und der war ganz eigentlich ganz nett. Rufi dazu. So. Wie sieht's eigentlich aus? 40 Minuten noch und 1 Stunde. 6. Okay. Das wäre dann erst in der nächsten Folge so, wobei ich nicht weiß, ob ich noch eine aufnehmen kann. Wir sind nämlich bald zu Ende mit der Folge. So, die Quest können wir übrigens noch nicht machen, weil wir im Reich noch nicht waren. Vorher das Reich. Wir sind jetzt hier, da, die, also hier waren wir jetzt schon, da waren wir noch nicht. Da müssen wir halt noch hin. Ich glaube, das ist noch alles der Stufe, bis zur Stufe 50 ist man eigentlich nur auf dem Kontinent. Danach ist man auch erst weiter. Und wir werden auch irgendwann hier unten, wenn wir da unten sind, hier können wir segeln, wenn wir im Hafen sind. Dann kriegen wir unser eigenes Bötchen. Du hast das Heiligtum gefunden und die Arche geborgen? Ich hätte nicht gedacht, dass das Heiligtum wirklich existiert. Beeindruckend. Puh, kein Thema. Die 6 Archen sollten sich über die ganze Welt verteilen. Es ist wahrscheinlich, dass sie auf anderen Kontinenten verborgen sind. In dem Fall wäre der nächste Schritt, zum Hafen im Osten zu gehen und zu einem anderen Kontinent zu segeln. Lass mich wissen, ob ich dir irgendeine Form helfen kann.
Arme. Er ging nach Osten, um zu schauen, ob er etwas mit der Zeit anfangen kann, die ihm bleibt. Er sagte, er wolle den Was-Herre-Tigern nachgehen. Und ich mache mir Sorgen um ihn. Könntest du sicherstellen, dass ihm nichts passiert? Loa, können wir dir vielleicht irgendwie... Nee, oder? Emote nicht erhalten. Verbleiben 0. Leider nicht. Okay. Geh zur blühenden Plantage. Was? So ein Hügel? Blühende Plantage. Seht ihr, wo ich da hin muss? Dämonenhändler? Dämonenhändler? Ach, das hier ist... Nee. Ah, hier ist... Achso, das ist... Ah, okay. Wir müssen über Sonnenhügel. Sonnenhügel, blühende Plantage. Okay. Okay, da kommen wir dahin. Ich finde das immer ein bisschen... Den Weg erstmal zu finden, wo, wie, was und so weiter und so fort ist tatsächlich... Könnte man ein bisschen besser gestalten. Aber passt schon. Wollen uns ja nicht beschweren. Es ist ein kostenloses Game, darfst du eh nicht beschweren. Ich meine, bis jetzt... Kann man ganz kurz gucken. 36 Stunden habe ich bereits gespielt. Für Umme. Und ich hatte sehr viel Spaß 36 Stunden lang. Also kann man sich nicht beschweren tatsächlich. Und man darf sich auch nicht beschweren. Hat man Geld dafür ausgegeben, kann man sich beschweren. Wir haben nichts dafür bezahlt. Oder ich zumindest bis jetzt nichts. Beschwere mich auch nicht. Das heißt, wenn ich mich irgendwann dazu entschließe, hier Gold reinzustecken. Oder Geld reinzustecken. Kein Gold, sondern Geld reinzustecken. Dann, ja, ist es auch meine Schuld. Denn man muss nicht. Arborbaum, aber es sind immer noch nur Arborbäume, die wir hier haben. Ich glaube, die werden wir erst später finden auf einem anderen Kontinent vielleicht. Wir haben halt doch recht viel schon abgebaut und so. Es gibt viele, die lassen hier alles stehen und liegen. Ich bin jemand, der nimmt eigentlich so gut wie alles, was irgendwie auf seinem Weg liegt, mit. Ich muss mich schon immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht alles mitnehme, was auf meinem Weg liegt. Um euch nicht zu langweilen. Aber es ist so schwer. Oh, und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hau hier noch den anderen Baum auf jeden Fall noch mit um. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge machen wir dann die Quests erstmal weiter und so weiter und so fort. Wir sind jetzt Level 33, bald Level 34. Und ja, bis Level 50 haben wir noch ein bisschen vor uns. Aber Level 50 sollten wir halt auf jeden Fall dann erstmal auch... wieder. Sollten wir dann auf jeden Fall erstmal erreichen. Dass wir halt auch mal langsam in Richtung Endgame kommen, weil das macht halt dann auch dementsprechend Sinn. Denn da, ja, fängt das Spiel eigentlich erst richtig an. Das Leveln ist eigentlich so eher... ist nur ein minimalster Teil. Weltenbaumblatt-Punkt haben wir. Wir haben Weltenbaumblatt. Weltenbaumblätter-Punkt erhalten. Und Holzfällerstufe stiegen. Haben wir ein Weltenbaumblatt? Wir haben Weltenbaumblatt bekommen, oder? Sammelstück. Zwei von 61. Haben wir das im Inventar liegen? Nee. Hier drin reingerutscht, oder? Wo sehe ich jetzt das Weltenbaumblatt? Gar nicht. Okay. Gut, das haben wir auf jeden Fall noch in der Folge drin. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.